Uwei, das war nichts mit dem Mikro. Jetzt soll es stimmen. Also, hi, servus Leute. Willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. So, ich hatte ja gesagt, dass ich die Tasche noch voll mache. Die habe ich jetzt so voll, dass ich sogar das Schild wieder in der Hand halten muss und die Marete. War da hinten draußen, habe noch ein bisschen Wald weggemacht. Die Waldlinie, die verschiebt sich immer weiter nach rechts. Da ist bald nichts mehr da. Da in der Kleinstadt, da wächst noch ein bisschen was. Und ja, jetzt heißt es natürlich erstmal ein bisschen reparieren hier, das Zeug alles schön vorbereiten für die nächste Hordennacht. Dass man einfach getrost hier mal das Haus verlassen kann und dann kann man auch ganz spontan zurückkommen, zeitlich, dass zeitlich ein bisschen mehr Luft hat. Wo ist denn das jetzt? Ich bin gerade verwirrt. Ach, unten drunter das Fundament, ne? Also es scheint so, als würden die mehr Schaden an Stein machen oder so. Keine Ahnung, bilde ich mir das ein? Das ist echt viel Schaden, dafür, dass eigentlich so wenig los war. So, aber die Tasche ist randvoll. Stell die jetzt mal aus, mach vielleicht auch mal die Falle aus. Das wäre aber gut, ne, dass die immer auflädt. Dann checkt man auch die Windräder noch. Genau, es ist 7 Uhr. Es steht wieder viel auf dem Plan. Da sieht man, dass ich ein bisschen was geformt habe. So, lassen wir mal ein bisschen davon in der Tasche. So, Stickies werde ich wohl jetzt ausgeben für die Eisenbahn schon mal. So, legen wir noch ein paar Sticks auf Lager. Das Nägel hat's gehangen, Seile. So, die Kiste ist auch übervoll. Oh wei. Also, die haben auch noch was anderes verändert, und zwar haben die die Kistengröße erhöht. Aber das zählt nur für neue Kisten und nicht für meine. Was das bedeutet, ist ja wohl klar, ne? Ich muss alle Kisten wegreißen und neu bauen. Lästig. Aber mehr Platz in den Kisten ist natürlich mega wichtig. Auch wenn ich eigentlich nicht viel Geld habe, aber ich habe auch nicht viel Kisten, also. Na komm, den einen Hasen habe ich jetzt hier. Da ist wieder dreimal schönes Fleisch hier für unterwegs. Nice. Ach du Scheiße, die Tasche ist auch voll. Wow. War ich nicht gerade eben in der Base und hab da was ausgeleert? Schild in die Hand, Marede in die Hand, neues Decken. Passt nicht alles rein, da bleibt sogar was liegen. So, bevor mal das Fleisch da flöten geht, lasse ich aber den Knochen da liegen. Hallo? Und pack das Fleisch ein. So, jetzt gehe ich mal da hoch, repariere alles. Was das laden kann, das wäre schon wichtig. Hier mal schauen, alles ganz. Windräder drehen sich. Hier ist es ein bisschen schwieriger mitschauen. Zeigt ja auch manchmal Reparatur an, wo es eigentlich nicht repariert werden muss. Haben wir da gerade ein Beispiel? Das hier, 99%. Ja gut, ist aber kein Generator. Ne, Generatorbeispiel gibt es gerade nicht. Ui, fast durch. Was macht ihr hier oben, ey? Das gibt's ja gar nicht. Ist doch mega weit weg. Check ich vielleicht mal die Batterien, oder? Wie noch alle ganz sind. Sieht gut aus. Die aufwerten wäre auch nicht schlecht. Aber sollte erstmal was vom Inventar loswerden. Ja, so eine Kiste upgraden ist natürlich auch blöd. Weil ich die ja erstmal leer machen muss. Überschneidung. Ich darf nicht draufstehen. Okay. So, hier noch ein bisschen was reparieren. Fast durch. Hier war doch gar nichts los, ey. Ich fand's eigentlich, dass die letzte Nacht sehr
kontrolliert war und gar nicht so viel Action, aber hier ist alles kurz vorm Einbrechen gewesen. Okay, schaue ich mal, was man da machen kann, metallmäßig. Gar nichts. Platz in der Tasche, ein Slot, wie geil. Das bringt nichts. Kann ich gerade so das Schild weglegen für den einen Slot. So. Blätter hat's zu Tonnen. Vielleicht sollte ich mal ein paar Wartungskits herstellen. Da gehen ein paar Blätter drauf. So, Gummiringe, Gummiringe. Stoffwurst, glaube ich, noch. Und diese Metallstücken hier. Schauen wir mal rein. Wartungskits habe ich aktuell eh keine auf Lager. 95 Stück. Okay. Das sind ein paar. Legen wir den mal hier rein. So, Sprit soll ich auch mal herstellen. Wir wollen ja damit ein Motorrad irgendwie los und das muss mal betankt werden. So, das auch hergestellt. Dann hat es hier scheinbar. Was sind das? Was sind das? Alter Falter, ein Flammenwerfer! Wie geil. Wie geil. Wie geil. Okay, man hat den Verbrauch erhöht gegenüber Staffel 1. Ist der Verbrauch hoch? Ist der hoch? Ich brauche Ölpumpen. Okay. Ja, nehmen wir mal lieber nicht mit. Moment, der muss hier raus. Da, so, zack, zack. Ach, wie geil. Ich brauche erst Ölpumpe, bevor ich den wirklich einsetzen kann. So, was hat's denn noch? Ein Speer zum Schreddern, noch ein Speer. Das mit der Spitzhacke war eh ein bisschen seltsam. Hier hat's eine Axt, die braucht keiner, wird geschreddert. Hier habe ich Forschungspunkte reingedrückt, warum auch immer. Sollte nicht so sein. Den Schuh, was habe ich denn an? Kritischer Schaden, Urteil. Der kann gar nichts. Vier Spulen eingebaut, habe ich auch. Ich kann zwei, ja, einen Spulenplatz oder mehr, aber ansonsten kann er ja überhaupt nichts, gar nichts. Ein Schild, Blitzschlagspule. Ja, mein Schild kann Feuerstärke und so weiter. Das Schild ist auch Mist. Da haben wir doch schon fünf zusammen. Können die schreddern, das ist wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Da hat man auch ein bisschen was geändert, was das jetzt ist. Weiß ich nicht, mal sehen, was passiert zu ihrem Zusammenbau. Hat die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass gutes Zeug rumkommt, hieß es. Okay. Für mich nicht gut genug. Ich habe schon was anderes im Schrank, was wir noch ausrüsten wollen. Und jetzt nehme ich hier mal alles raus. Pop das halt hier. Dass wir die Kiste abbauen können und wieder aufbauen. Alles nee, ach du Schreck. Im Inventar nimmt das so viel Platz ein, ne? Heftig. Kein Wunder, dass immer die Taschen so voll sind. Und in der Kiste ist es dann irgendwie gar nichts. Alles nee, es hat's gepasst. So, Holzkiste hat zwei Reihen Platz. Eisenkiste 4 Reihen, das hätte man erhöht. Um wie viel weiß ich es noch nicht. Wir werden es feststellen. Abriss dieser Kiste ist mir die wichtigste, weil die immer so voll ist. Und dann vielleicht die ganz außen noch. So, Aufbau. Kiste, Kiste, Kiste. Hier ist die Kiste. Braucht es noch ein Brett? Brett. Kiste. So, die schnappt auch gut wieder rein. Hätte man da auch noch was geändert, wäre es nicht jetzt blöd, ne? So, Holzkiste. Drei Reihen statt zwei Reihen. Nice. Zwei Stahlplatten.
Man verliert natürlich jetzt, wenn ich die alle abreiße. Ist natürlich ein Verlust, aber ja, okay. Kann man nichts dran ändern. 5 Reihen. Oh, schade. Nur eine mehr. Hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft, aber okay. Eine Reihe mehr ist eine Reihe mehr, ne? Aufheben. Und den ganzen Steinkram, Gedöns-Zeugs hier wieder rein. Das ist doch schon mal nice. Jetzt gehen wir nochmal durch den Fallengang und holen erstmal den Rest rein. Nicht, dass ich hier irgendwie Pläne schmiede, besonders mit der Kleidung, das hatte ich ja da noch vor. Und da liegt vielleicht irgendwas Gescheites rum. Alles nehmen, hier liegt zum Beispiel eine Kiste, das ist natürlich nichts Goldenes, kann das nicht so gescheit sein. Habe ich das alles an Metall? Ich habe 4 Stücken. Kann ich schon mal anfangen mit reparieren von da vorne vielleicht. Aber theoretisch ist kein Schaden reingekommen. 99, 99, 99. Alles chillig. 97, 98, 94. Das ist ja wirklich gar nichts. Die Falle lasse ich mal so kaputt wie sie ist. Vielleicht werte ich die noch auf und dann muss ich die eh reparieren. 89. Hier kann man mal kurz anreparieren. Das hat man alles schon. Die Metallwand. Oh, 72. Auf die sollte ich ja aufpassen, unbedingt. So, jetzt schaue ich mal unten in den Gang. Hatte ich da alles rausgeholt? Sieht so aus, aber wahrscheinlich waren da schon wieder welche da und haben Neues abgelegt, so wie die, die jetzt da gerade kommen. So, die geben wir doch einfach mal ein paar Sticks aus für. Das ist ein bisschen schwieriger da mit dem Reinspringen, mit dem Pillar da. Gebe ich einfach mal ein paar Sticks aus für Eisenherstellung. Da sprengt sich einer. So. 4-mal. 3-mal. Das raus. Die haben einen Spaß da draußen in der Falle, ne? Ah. Okay, da hängt er unten. Jetzt hat sie sich weiter bewegt. Hat es mir reinspringen, wenn es da mal klemmt. Ja, da muss man schon genau zielen jetzt, Was denn du hier unten, ey? Es ist doch alles repariert, alles frisch gebaut. Echt, du kotzt mich jetzt an, wo ich direkt vor dir stehe. Das ist doch so eine Distanzwaffe eigentlich von dir. Ja, okay. Jetzt schreit schon wieder einer. Wo ist denn der? Außerhalb vom Zaun vielleicht? Muss ich jetzt suchen. Wird leiser. Ist auf der anderen Seite. Mist. Hier ist auch einer. Wer ist da reingelaufen? Du, immer noch am Leben. So. Lass mich mal vorbei. Oh, ich bin aber schon ganz gut kaputt, ne? Ja, keine Ahnung. So. Das war ja auch alles ziemlich ganz hier. Jetzt liegt vielleicht der ein oder andere Sack noch hier, also ist jetzt egal. Ich wollte hier jetzt auf Metall machen. Es ist soweit. Schau die Kohle raus. Und sie ist schon wieder aus. Ist ja Katastrophe. So, was fehlt noch? 5 Stangen, ne? Und da drin die Fundamente werden auch nicht schlecht, also noch mehr Stangen. Schade. Stangen, Stangen, Stangen. Alles verarbeiten, was ich habe. Das ist so richtig teuer, ey. Boah. Muss ich ja unterwegs noch Stiggys farmen.
fehlen die Platten. Schauen wir mal den Fundament hier unten drunter. Springen wir da durch, bitte. Hier ein kleiner Stein, das hat er beschädigt, der Typ, der eine. Fehlen auch Platten. Da habe ich jetzt echt keine Muße. Ich muss jetzt versuchen, die Abreise mal vorzubereiten. Jetzt habe ich auch schon wieder Schrottmaterial dabei hier. Das, 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 beim Handschuh, meiner die Troprade und vier Spuren eingebaut, kann zwar eben bauen. Die hat, ja, die Troprade ist natürlich schon geil. Haltbarkeitsverringerung minus 10. Was habe ich denn hier noch drin in der Kiste? Haltbarkeitsverringerung minus 5. Also du bist schon mal Müll. Blitzschlagverstärkung bei einer Farmmarete bringt ja eigentlich auch nichts. Ich habe ja diese Kampfmarete hier. Hat aber Giftigspule. Ich habe mit Giftigspulen was vor. Lass ich die erstmal, nehme die Pistole noch zu. So haben wir schon wieder 5 Stück zum Schrotten. Guck mal, was bei rumkommt. Eine goldene Marete. Kaltverstärkung, Giftverstärkung, Blitzspule. Ah, ich habe auch Ausdauer und Geräuschreduzierung und Widerstandsspule. Wo ist nicht so für mich jetzt so direkt. Direkt gleich schrotten, da bin ich jetzt auch kein Fan davon. Es geht mir dann alles immer ein bisschen zu fix mit dem Wegwerfen. Das ist auf jeden Fall Müll, das Teil. So, das Teil ist zwar richtig gut, aber ich wollte die hier benutzen. So, und zwar, die hat alle Statistiken mal plus 3 Punkte. Die Statistiken sind hier das. Auf jeden Wert kommen 3 Punkte drauf. Das Ding ist zwar mega schwer, ich wollte es immer nicht anziehen wegen schwer. Aber plus 3 auf alle Stats. Nehmen wir mit und hat nämlich ganz viele Spulenplätze frei. So. Ich glaube, es knuspert, oder? Kann das sein? Ja. Muss ich erstmal hin. Oh, knapp. So, knuspert nichts mehr. Ja, die füllen sich schon ganz gut. Ist okay. Also wieder zurück zum Text. Ich möchte diesen einen Wert wieder haben und hab schon mal geschaut, theoretisch, ja, könnte es vielleicht was werden. Und zwar möchte ich ein Lebensegel erreichen, das heißt, mit jedem zugefügten Schaden dem Gegner bekomme ich das Leben, das saugt quasi das Leben aus des Gegners. So, und zwar, wo war denn das Giftig noch drin? Hier, genau. So, wenn ich das Teil benutze, habe ich nämlich schon 4-mal giftig. Schaue ich nochmal, ob noch ein besseres Teil da ist für den Kopf. Kopf, alle Statistiken 5, das muss bleiben. Hand hat Zündung, Blitz, Widerstand. Nichts anderes? Ne, okay, hier hatte ich noch Hand gehabt. Da ist Zündung, Blitzschlag, Widerstand. Auch kein Gift. Oh, es wird ein knappes Ding. Das wird teuer. Aber was will ich jetzt haben? Mal gucken, was bei rumkommt. Ich baue die mal pauschal ein. Sieh das mal an, schauen wir das mal an. 4 Stück fehlen. So, und zwar kann ich ja hier mit dem Lehm was herstellen. So, da brauche ich auf jeden Fall mal ein bisschen was davon. So. Das heißt, ich könnte mir 4 Stück herstellen und bräuchte 4 Plätze, habe aber nur 3 Plätze. Kann ich irgendwas loswerden? Ich könnte Widerstand loswerden. Und Zündung hätte ich auch zu viel drin. Widerstand hier. Und hier. Passt doch, oder habe ich irgendwas nicht verrechnet? Wir werden sehen. Handschuh. Widerstand raus. Giftig rein. Dann
Giftig herstellen. Muss man alles einzeln, okay. Viermal. Hab ich jetzt doch verrechnet? Egal, wir werden sehen. So, jetzt ziehe ich das Zeug an. Alle Plätze belegt. Mal 10. Yes! Es fehlt auch was. Das habe ich jetzt verloren. Ach, Festung brauche ich noch 3. Okay, das macht auch nichts. Ich habe hier eine Festung und da eine Festung. Widerstand, Widerstand. Festung, Festung, Festung. Das sind 3. Widerstand. Ach du Schreck. Das dauert länger, Leute. Das dauert länger. Okay, ich probiere das jetzt. Ich kann ja noch auch Spulen zerlegen. Die Option gibt es ja natürlich auch noch. Aber mir wird jetzt auf jeden Fall was fehlen, so wie es gerade läuft. Widerstand neu schmieden. Giftig neu schmieden. Das haue ich jetzt erstmal in den Helm. Das und das. Helm zurück, Helm anziehen. Oh wei, oh wei. Giftig 10 habe ich noch. Ich brauche noch 2 Widerstand. Habe ich alle Spulen? Nö. Festung. Wusste doch, ich hatte noch was zwischengelagert, weil die Kiste überfüllt war. Aber ja, gut. Wir werden sehen, ob das jetzt schlecht war, dass ich es so spät gefunden habe. Widerstand, Widerstand, Widerstand. Ja, die kann ich doch schon mal machen, ne? Widerstand. So. Das heißt, ich habe ja schon den Widerstand. Mache ich das mal so. Da habe ich jetzt 2-mal Widerstand in dem Helm. Das ist gut. So, jetzt mache ich in den Handschuh schon mal die 2er giftig, genau. So, haben wir reingeschaut. Was habe ich jetzt? Mir fehlt jetzt Festung 3. Kann ich eine verbinden? Also eine zu einer 2er machen. Was sind das 3? Das heißt Schuh, die 2 und die 3. Oi, oi. Schuh anziehen. Jetzt! Geil! Yes! So, einmal Widerstand habe ich sogar zu 4 ausgerüstet. Den programme ich jetzt raus. Und es nützt mir auch, denke ich mal, sonst nichts. Festung, Festung, giftig, giftig, giftig. Und ich musste keine Spur zerlegen. Ich hatte gedacht, ich muss eine Spur zerlegen. Geil. Also mit dem Teil in der Hand, weil das schon mal 3-mal giftig eingebaut hat, die Klinge, habe ich jetzt den Lebensekel. So, ich kann mal eine Bohne essen. Zack. Kann ich mir das Leben dann auffüllen an der nächsten Tagesrunde? Das ist so das Ziel. So. Wenn ich jetzt mit der Marede kämpfe, verliere ich das Ding, bräuchte ich noch 3-mal davon. Und das Schild dazu ändert daran nichts. 3-mal mehr giftig, das wird nichts. Nee, das wird nichts. Da muss ich ja mindestens 5 Spulen zerlegen, um Giftigspulen herstellen. Das ist jetzt zwar schon ein bisschen übertrieben. Das lassen wir jetzt. Also Lebensegel ist jetzt erstmal nur mit der Klinge dabei. Aber okay. Was heißt nur? Ne? Das ist schon ein mega Upgrade auf jeden Fall. Hochwertige Droprate verliere ich halt jetzt. Kann nicht alles haben. So. Neu verklemmen muss ich nichts. Träder habe ich keine mehr. Spulen wir zurück. Vielleicht habe ich was übersehen und man könnte es noch ein bisschen besser machen, aber ja. Es ist schon 12 Uhr und ich habe die nicht aufgefüllt. Mist. Geht das schon wieder los? Habe jetzt eine Füllung wahrscheinlich verschenkt von den Anlagen davon. Zeitlich.
Das war eigentlich auch so der Plan. Also die Anlage auffüllen und hier abrücken. Das war so das Zeitfenster, was ich mir natürlich als Optimalziel gesetzt hatte. Aber egal, bin schon mal froh, dass der Lebenssegel jetzt da drin ist. Hatte zwischendurch vielleicht schon gedacht, es wird doch nichts, weil nicht genug Giftigspuren da waren. Aber die waren im Endeffekt dann doch genug da. Aber halt auch nur, weil ich die Widerstands- und die anderen Spuren ein bisschen kombinieren konnte. Richtig nice. Probieren wir gleich mal aus an dir. Muss aber da rauskommen, das ist natürlich jetzt blöd. An dem ausprobieren wird es jetzt nichts. Jetzt kommt da raus. Brauche ein bisschen Freifläche. Yes, gut Leben. Warum ist er schon so tot? Gut Leben bekommen von dem. Wo ist dein Bodyguard? Ich brauche noch ein bisschen Leben. Nicht da. Zerstören. Haben wir das etwa gefixt, dass die Autos nicht mehr aufgefüllt werden? Kann das sein? Die sind echt schon lange leer. Das war jetzt schade. So, machen wir das noch. Neben Lebensegel brauche ich zwar jetzt nicht mehr so viele Lebensmittel. Das ist zumindest der Plan für unterwegs. Aber ich sollte das trotzdem immer regelmäßig auflesen hier. Kann ich mir auch noch mal kurz Gedanken machen, ob ich das alles habe, bevor ich das Haus verlasse. So, da fahren wir jetzt ein, zwei Sachen noch nicht auf Metall, die ich machen wollte eigentlich, aber ich denke, das ist okay. Das ist alles repariert, alles angeschlossen, die Solarzellen laufen. Sprit fürs Bike habe ich dabei. Ich mache mir vielleicht mal noch ein paar Mollys für unterwegs. So, das reicht auch. Kisten upgraden, so Späße, müsste man natürlich alles noch machen, aber das möchte ich jetzt nicht tun. Oh, es ist voll. Lager ich mal den vollen Stack hier rüber aus. So. Metallkiste. Kupfer 25. Oh, hier habe ich auch noch Kupfer oder auch noch Kupfer. Also an Kupfer mangelt es nicht. Ich könnte genug Munition herstellen. Jetzt gerade überlege, ob wir das jetzt noch machen. Ah, ich weiß nicht. Ich will einfach los, wisst ihr, das ist. Jetzt müsstest du das eigentlich noch vorbereiten, dass wenn man wiederkommt, halt einfach schon mal eine vorbereitete Base vorfindet, ne? Aber dann ist es schon wieder später. Man muss es natürlich am Ende trotzdem machen, wenn man wiederkommt. Das ist ja wohl klar. Also das kann ja nicht ohne Munition bleiben. Nee, ich pack das jetzt alles hier rein, verschwinde. Keine Lust mehr jetzt hier. So, es passt jetzt mehr an die Metallkiste, trotz dass wir die größer gemacht haben. Die Seeds noch rein, die brauche ich unterwegs nicht. Hier ist sogar noch eine Marete, die ich noch raustun will. Spitzhacke ist neu. Muss aber aus der alten Spitzhacke das Ding rausnehmen und die neue machen. So, die kann geschreddert werden, die alte. Düt. Sieht aus wie nur das Notwendigste dabei, oder? Ich seh's noch. Ist okay. Das Teil bin ich mir nicht so sicher immer. Packe ich mal da hinten drauf, vielleicht für enge Räume und schwere Gegner. Bin mir da nicht so sicher. Nimmt natürlich einen Slot weg, aber ansonsten bin ich ziemlich befreit von Material jetzt.
Haben wir das? Die Folgenlänge ist jetzt eigentlich schon erreicht. Wir schauen in den Forschungstisch. Und geben mal die Koordinaten ein. So, und zwar wollte ich das hier haben. Da muss ich in die Mine fahren. In der Mine soll es Aluminium geben. Da kann man dann die Gasmaske bauen. Scheinbar ist da drin giftig. Wurde mir gesagt, ich soll ein bisschen was mitnehmen dafür. Da ich keine Gasmaske habe. 45, 6. 100. Ja, 72. So. Ja, sowas da, ne? Muss ich raus, die erstmal wieder beschäftigen. Die machen wir alles kaputt. Kommt ran hier, ich brauche euer Leben. Yes. So geil, hab das so vermisst. Gibt natürlich noch andere Stats wie Selbstheilung. Man heilt auch die ganze Zeit. Die ganze Zeit heilt man halt und heilt. Aber ich finde das einfach. Erstmal ist nicht erreichbar gewesen für mich, ist klar. 10 Kühlungsspuren und ich finde es aber einfach so viel geiler, um das Leben selber zu holen. Aktiv. Hallo, komm rüber, ich brauche noch ein bisschen Leben. Matsch. Okay, das war's. Die sind durch. Schon nichts knuspern, alles gut. Jetzt schauen wir nochmal da rein. So, das ist ja der Schmied, den haben wir jetzt markiert. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Das wollte ich eigentlich nicht. Was war es denn noch? Ach, hier. Warum wollte ich denn das Teil? Weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung. Ach, stimmt. Das Teil hat man neu rausgebracht. Eine Drohnenstation. Riesenkasten, also was heißt Riesenkasten? Drohnenstation. Ich war mega überrascht, dass das Update jetzt schon kam. Die hat die Aufgabe zu reparieren und Loot reinzuholen, das was man sich mal so ein bisschen gewünscht hatte. Ich dachte aber, es kommt eher erst zum Jahresende. Und das Teil braucht den Quantenschaltkreis. Es braucht natürlich auch noch Duraliumbahnen. Wo ich die herbekomme, keine Ahnung, ob das machbar ist. Keine Ahnung. Aber dieser Schaltkreis wäre natürlich interessant, auf jeden Fall schon mal. Weil startet man ja auch über das Duralium irgendwann mal, ich weiß es jetzt nicht. Ölraffinerie 36, 165, mal gucken wo das ist. 36, muss hier unten sein, ach du Schreck. Ganz andere Richtung, ganz andere Richtung. Okay, lässt sich nicht verbinden mit dem, wir fahren dahin. Gut. Aber das machen wir quasi das nächste Mal. Also wir starten dann direkt hier mit dem Bike und holen uns das Buch. Moment, das vergesse ich doch bis zur nächsten Folge, sollte da was mitnehmen. Danke dafür. Mal sehen, ob es gebraucht wird, ich denke ja schon. Wenn man es extra sagt, ich soll das Gift mitnehmen, nehme ich viermal mit. Dann essen wir einfach so einen Fuß unterwegs und das noch und dann geht es uns doch schon richtig gut. Also, am besten dabei sein. Bis dahin gerne mal ein Like da lassen, ein Abo sowieso. Und dann gehen wir in die Mine. Spitzhacke habe ich dabei, Gift habe ich dabei. Und dann holen wir uns da ein bisschen Aluminium raus und das besagte Buch. Also, bis dahin, haut rein. Ciao, Leute.